Hallo zusammen zu einem Perlenstick-Video. Und warum und überhaupt erkläre ich euch im Laufe des Videos. Also all die Leute, die mir lieber beim Damenpainting oder normalen Sticken zugucken, für die ist da auch was Interessantes dabei, weil das durchaus erklärt, warum in nächster Zeit vielleicht nicht so oft das eine oder andere kommt, ja. Aber erst möchte ich ein kurzes Update geben, wie weit das Bild hier ist. Und dann geht's zu dem, ja, ich nenne es mal Live-Update. Also das hier ist der Tiger von Tokareva. Den kennen sicherlich die einen oder anderen. Also ich werde durchaus oft gefragt, was mit dem ist. Und ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass der an sich stillgelegt ist, dass ich da nicht wirklich was mache. Zumindest in Video. Form. So privat stecke ich schon teilweise noch dran. In den letzten ein, zwei Wochen tatsächlich vermehrt. Ja. So, aber was hat sich getan? Also, ich habe ja hier unten in dieser Ecke angefangen. Ne, ihr könnt euch erinnern. Hier. Dann habe ich die erste Seite fertig gemacht. Und dann, glaube ich, auch die zweite A4-Seite nach oben hin. Und dann hier auch nochmal von der darüber liegenden A4-Seite ein paar Reihen oder Perlen was gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ich habe keinen Bock, jedes Mal wieder, sobald ich dann oben angekommen bin, alles wieder abzurollen und dann von vorne loszusticken. Also habe ich irgendwann mal gesagt, ich sticke von dieser Seite, von diesem Seitenende einmal komplett über das ganze Bild. Auch damit ich weiß, ob meine Rechnung da aufgeht. Und ja, ich habe hier mehr als genügend Platz noch. Hab dann ein paar Reihen gestickt. Mir dann gedacht, nee, ich habe jetzt aber keinen Bock, jedes Mal wieder über die komplette Seite, also komplette Länge von dem gesamten Bild zu gehen, weil ich auch immer wieder meine Vorlagenblätter neu sortieren musste. Das ist mir irgendwann auf den Senkel gegangen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache diese zwei Seiten noch. Also das hier sind zwei A4-Seiten nebeneinander. Ja. Und gehe hoch. Bis hierher. Und dann stecke ich über drei A4-Seiten. Und dann später muss ich es nur noch einmal komplett aufrollen. Und sticke das hier. Das ist mein Plan. Das Bild habe ich ja vor Ewigkeit mal auf so eine Poolnudel aufgerollt und es ist einfach für mich persönlich die beste Entscheidung, dieses Bild anzugehen. Ich mache gerade meine Perlenbretter hier auf, damit ich da noch arbeiten kann. Und falls ich tatsächlich nochmal ein Perlenstickbild holen sollte, dann kommt es definitiv wieder auf die Poolnudel. Also, das macht mir das Sticken wesentlich leichter. Ich kann den Stoff hier so zusammenknütteln und komme dann wunderbar hier mit der Nadel durch. Also, für mich persönlich die beste Entscheidung, sage ich mal. So, ja, wo war ich da? Ich habe nämlich gestern ein Video gemacht und dann hat es mir die Audiospur nicht aufgenommen. Da war ich dann dezent am Kotzen und ihr kennt das sicher, dieses Sprichwort, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Und das habe ich gerade. Also was bei mir momentan kaputt gegangen ist, eins nach dem anderen, ist eigentlich schon fast traurig. Zähle ich aber gerade nochmal nach und dann erzähle ich. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Passt. So. Also, es fing an letzte Woche Samstag. Ich habe Freitagabends meinen Rechner ausgemacht. Bin nichts Böses bei gedacht am nächsten Tag. Und der Rechner fährt nicht mehr hoch. So, jetzt kann das natürlich verschiedene Ursachen haben, warum ein PC nicht mehr hochfährt.
Und bei mir war es halt die schlimmste. Mir ist mein Mainboard abgeraucht. Und für all diejenigen, die jetzt mit PCs nicht wirklich was anfangen können, stellt euch Folgendes vor, dass das Mainboard zum Beispiel eben eine Herdplatte ist. Und all die Dinge, die man so in den PC reinbaut, wie Grafikkarte und, sind Töpfe und Pfannen. So. Im Idealfall geht einfach nur ein Topf kaputt und man kann den ersetzen. In meinem Fall ist die komplette Herdplatte abgeraucht. Und die war halt auch noch so alt, dass die Töpfe nicht mehr gepasst haben. Ich glaube, so kann man das am besten, ja, erklären. Und dementsprechend musste ich mir halt neue Komponenten bestellen. Und ja, auch das fand ich nicht ganz so geil. Ich meine, PCs sind bekanntlich nicht gerade so super günstig. Und ich möchte ja was haben zum Zocken und eben auch für Videos. Jetzt habe ich da mit meinem besten Kumpel hier was zusammengebaut, was hoffentlich auch lange, lange wieder hält. Und ja, so. Die Zeit wird es zeigen. So, dann habe ich das am Samstag gleich direkt bestellt. In der Hoffnung, dass ich es dann nächste Woche schon, halt die Woche darauf gleich bekomme. So, jawohl. Cool. Am Samstag schon die Bestätigung bekommen. Es ist auf dem Weg. Ich dann am Montag die ganze Kiste zusammengebaut. Hatte keinen Bock mehr, war genervt. Überall lagen dann halt noch Kartons und Verpackungsmaterial irgendwie rum. Zwar so ein bisschen zusammengepackt, also alles, was Plastik war, da rein, alles, was Karton und Papier war, da rein. Ich hatte aber keinen Bock, das mehr rauszutragen. Ich habe mich hingelegt und bin erstmal gestorben, weil mir dann der Rücken so weh tat. Und war einfach nur genervt, weil ich halt auch den kompletten Rechner neu machen musste. Also all das, was ich hatte, ist nicht mehr da. Von dieser einen speziellen Festplatte. Und genau das ist halt jetzt das Problem, was ich habe in Bezug auf Videos. Denn all die Audioaufnahmen, die ich mit dem guten Mikrofon mache, waren auf dieser Platte. Und das ist jetzt alles weg. Könnt euch nerven. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr das nervt. Also, war ich angepisst. Aber gut. Die Videodatei selbst habe ich noch mit eben dieser etwas schlechteren Audio. Gerade was die Stickvideos angeht, das ist alles da. Die Frage ist halt jetzt nur für mich und auch für euch: Wollt ihr das haben oder soll ich das neu machen? Ich meine, den Stickfortschritt, den kann ich nicht mehr rückgängig machen, werde ich mich auch hüten. Aber ich kann zumindest mit diesen Videos, also mit diesem Fortschritt dann eben, ja, halt Videos machen und da so ein bisschen erzählen, eben im Bereich Sticken. Jetzt ist hier aber eine braune Perle drauf. Die gehört da nicht rein. Die ist von irgendwo anders reingehüpft. Super. Ja, okay, also. Rechner kaputt, Sachen weg, Kacke. Dann. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ist das braun oder lila? Weil ich habe ja auch noch so ein lila. Ach, egal, ich schmeiß die weg. Auf die eine Perle kommt es eh nicht an. So. So. Rechner kaputt. Neu gemacht. Alles okay. So, jetzt habe ich aber halt auch noch zusätzlich das Problem, dass ich ein neues Renderprogramm habe. Also beziehungsweise ein neues Videobearbeitungsprogramm, mit dem ich mich erstmal anfreunden muss. Und momentan fällt mir das wirklich schwer, mich damit anzufreunden. Es hat zwar coole Effekte und,
Das ist alles wunderbar, macht auch Spaß damit zu arbeiten. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Dinge, die ich jetzt so oft brauche, wie eben zum Beispiel so ein paar andere Einstellungen, die ich eben von dem anderen Programm so gewohnt bin. So, und ich entdrehe hier gerade den Faden. Deswegen seht ihr gerade nicht viel. So. Also mir fehlt es hier gerade einfach nur in so ein paar Einstellungen, die mir das Bearbeiten an sich ein bisschen leichter machen. Und ich weiß halt noch nicht, wo ich das finde, ob ich das finde. Aber von dem Programm gibt es einen YouTube-Channel, da werde ich dann mal reingucken. Aber ja, das ist halt gerade so mein Problem, dass die Daten, so wie ich sie gerne hätte, nicht mehr da sind. Und ich nicht weiß, ob ich das neu machen soll oder nicht. Und zu allem Überfluss sind halt auch noch meine Diamond Painting Rohdateien weg, sage ich mal. Wo ich da so schön am Dragon's Build saß. Da ist einiges auch weg. Das ist bitter. Aber gut, vielleicht finde ich es noch, weil ich habe mir da irgendwann halt einen Ordner angelegt, in den Tiefen diverser Festplatten und dann einfach nur eine Verknüpfung auf den Desktop. Sprich, egal wie tief dieser Ordner vergraben ist, durch die Verknüpfung kam ich immer wieder sehr schnell genau dahin, wo ich hin wollte. Und das habe ich halt jetzt nicht, weil wie gesagt, das alles weg. Kacke. Und falls ich das finde, ja, dann kann ich halt damit arbeiten. Alles wunderbar. Ansonsten muss ich halt neu Diamond Painting Sachen aufnehmen. Das ist zwar halt nervig, aber bleibt dann halt nicht aus. Ich meine, an sich verpasst ihr da jetzt nicht so viel. Das war halt das Dragons Bild, wo ich einfach eben weitergeklebt habe. So, jetzt möchte ich hier mal kurz kontrollieren. Ich habe hier diesen Dings. Dann den. Dann den, genau. Jetzt kommt der hier. Ja. Dazu muss ich jetzt auch noch das Unboxing machen. Also gedreht ist es, ich muss es nur bearbeiten. Aber eben einerseits, weil Rechner kaputt und noch so ein paar andere Sachen waren, hatte ich letzte Woche einerseits keine Zeit und keine Lust. Mir ist dann nämlich am Mittwoch auf dem Weg zur Arbeit auch noch mein Rad verreckt. Weil ich fahre jeden Tag mit dem Rad dahin. Das ist nicht so weit. Und ja, auf Viertelweg dahin habe ich auf einmal hinten keine Luft mehr drin. Auf einmal, aber wirklich. Also ich bin losgefahren, alles tutti und dann auf einmal platt. Gerade Kaffee getrunken. Frustkaffee. So, Möglichkeit, ja klar, ich könnte mir irgendwas eingefahren haben, aber ich vermute tatsächlich eher einen Materialfehler, weil dieser Fahrradschlauch, wenn man den jetzt so im Querschnitt halt, also so von vorne sieht, ist hier halt ganz und oben, so, ist hier ganz und oben ist eine Schweißnaht, sage ich jetzt mal. Und genau da ist ein kleines Loch drin. Also es kann halt sein, dass da diese Verbindung eben nicht so gut gehalten hat, wie sie sollte, und dann ist es einfach aufgegangen. Ist natürlich ätzend, aber da das auf dem Weg dahin passiert ist und ich auch meine Fahrkarte nicht dabei hatte, obwohl ich meine, die Fahrkarte spielt tatsächlich gar keine Rolle, weil ich habe mir ein Ticket gekauft. Aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass mir mein Rad kaputt geht, deswegen bin ich meine gewohnte Strecke gefahren und musste dann das Rad, ich glaube, knapp einen Kilometer erstmal zur nächsten Straßenbahnstation schieben. Und ein kaputtes Rad
Mit plattem Schlauch, wo dann der Mantel da drin rumschlabbert, schieben ist nicht schön. Und also ich glaube, ich habe das Rad insgesamt an diesem Tag 4 Kilometer geschoben. Mit einem platten Reifen. Und das ist natürlich absolut nicht gut. Was dann eben auch dazu führte, dass der Mantel jetzt kaputt ist. Dann habe ich mir dann auch noch einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der Mantel jetzt schon irgendwie schon so kaputt ist durch diese Schieberei, ist wahrscheinlich der Schlauch nicht besser dran. Vor allem, weil das Felgenband auch immer wieder über den Schlauch gescheuert ist. Und ich wollte dann kein Risiko eingehen und habe gesagt, gut, dann kaufe ich mir halt eben nochmal einen neuen Schlauch. Das Bittere war halt, dass der Schlauch, der jetzt auf dem Weg zur Arbeit kaputt ging, gerade mal 2 Wochen jung war. Und im Mantel selbst, ich habe den dann abgetastet gestern, als ich es repariert habe. Ich habe nichts gefunden, was irgendwie darauf schließt, dass was drinsteckt. Noch dazu, weil es halt eben so ein unkaputtbarer Mantel ist, was noch ätzender ist. Egal. Das ist eine Geschichte, ich glaube, da gehe ich nochmal in Detail ein, dann in einem anderen Video. Das soll jetzt eigentlich nur eher so ein Update-Gedöns sein. Ja, jedenfalls habe ich das repariert. Mit neuem Schlauch und neuem Mantel und das steht jetzt unten und ja, ich habe es aufgepumpt auf, ich glaube, mindestens 4 Bar. Bin mir aber nicht sicher, weil meine Luftpumpe ein Miststück ist und da irgendwie nicht wirklich anzeigen kann, wie viel Luftdruck ist. Ich werde den Nachbarn die Tage noch fragen, der über uns hier wohnt. Der hat eine richtig gute Luftpumpe. Dann werde ich ihn mal fragen, ob ich mir die kurz ausleihen darf. Weil die hat eine ordentliche Anzeige, die zeigt auch korrekt an. Nur verlasse ich mich halt gerade nicht auf meine, weil ja, die ist doof. So, also. Rechner kaputt gegangen, repariert, Rad kaputt gegangen, repariert. Und eben genau deswegen war ich halt so genervt auch von dieser ganzen Situation und mir gedacht habe, was ist denn jetzt bitte im Arsch? Hatte ich eben einfach keine Lust, irgendwelche Videos zu machen. Was man vielleicht irgendwo verstehen kann. So. Jetzt hätte man ja auch sagen können, hey, du könntest ja aber ein Stickvideo machen, weil dafür geht ja. Ich sag, nee. Weil ich seit 3 Wochen meinen Stickständer nicht nutzen kann. Weil ich habe euch ja mal erzählt, dass ich mit einem Kumpel von mir darüber geredet habe, diese Aufnahme am Stickständer mit einem 3D-Drucker ein bisschen zu pimpen, damit ich auch einen Q-Snip reinkriege. So, ich habe ihm diese Aufnahme gegeben. Er hat das auch schon gedruckt. Wir haben es aber seitdem einfach nicht geschafft, uns nochmal zu treffen, damit ich es abholen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie nervig das dann ist? Ich habe seit 3 Wochen nicht mehr wirklich gestickt. Hier habe ich dran gearbeitet, ja. Aber das kann ich euch so in dem Video nicht zeigen. Ich muss den Rahmen halten. Das Gewackel will ich euch dann nicht antun. Deswegen, ich hoffe, dass das, was er da gemacht hat, dann auch wirklich passt und das einfach genau so ist, wie wir uns das alle vorstellen. Jetzt schon wieder der falsche Perlinger-Name. Nee, oder? Nee, kommt hin, obwohl das fällt jetzt auch nicht so auf. So. Ja, vielleicht schaffen wir es ja dieses Wochenende, vielleicht wann anders. Es ist halt nur nervig, wenn das dann so nicht klappt. Er ist halt jetzt auch momentan sehr beschäftigt und möchte dann abends auch seine Ruhe haben. Ich meine, von mir ist einfach so, hey, ich klingel, gib mir es einfach in die Hand und ich fahre wieder. Ciao. Muss sich dann nicht großartig viel unterhalten. Das kann man dann später irgendwann machen, wenn der wieder mehr Zeit hat und wenn er bessere Laune hat und und. Also ich kenne das selber, wenn ich schlechte Laune habe, ich möchte dann mit keinem reden. Wenn dann ich dann eben sowas für jemanden machen sollte und er holt sich das ab und er sagt, ich komme nur vorbei, um es abzuholen, ich will nicht reden, sage ich, das ist kein Problem, danke. So bin ich dann eher. Deswegen, ich kann das verstehen. Wenn dann erstmal, wenn es nur so ist, ja, hol das ab, aber ich will keinen Besuch.
Aber mal gucken. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir das, dass wir uns dann demnächst mal zusammensetzen. Das Wetter ist ja Gott sei Dank jetzt endlich mal so schlecht. Und ich meine es ernst, also ich bin so froh, dass es regnet. Dann hat man ja auch nicht wirklich Lust, Fahrrad zu fahren. Ich muss meins ja sowieso erst noch mal auf die richtige Luft überprüfen. Und ja, 18 Kilometer, was jetzt dann dahin zu fahren, habe ich keine Lust. Sind es 18? Ich glaube, kommt ungefähr hin. Sag mal, 15 ist ja egal. Aber bei so einem Wetter möchte man nicht unbedingt auf dem Rad sitzen. Egal, ob man Poncho oder sowas hat oder nicht. So, ja, jedenfalls blieb mir halt jetzt dann als Videowahl nichts anderes mehr übrig. Und ein Diamond Painting aufnehmen und dann bearbeiten, nee, weil mein Tisch halt noch ziemlich rechnerbelastet ist, weil ich halt die ganze Woche einfach nur so genervt war, dass ich keine Lust hatte, mich da um diese Verpackung zu kümmern. Ich wollte einfach nicht. Ich bin nach Hause gekommen, habe den Rechner angemacht und war nur noch genervt. Und ja, habe mich dann halt hingesetzt, habe was gezockt und habe mich dann abends hingelegt und ab und zu habe ich vielleicht mal eben irgendwie so zwei Stück Karton, Abfall, sonst was genommen, die irgendwie zusammengepackt. Und jetzt am Wochenende habe ich mal, also nicht am Wochenende, ich glaube, es war am Freitag. War es Freitag? Ich glaube, am Donnerstag war es. Dann habe ich dann mal so eine Art Rambazamba-Aufräumen gemacht, weil die Computerkomponenten, die kamen in einem sehr großen Karton. Und wie gesagt, ich habe diverse Papiere und sowas schon da so zusammengepackt. Und ich habe den Karton dann genommen, habe ihn aus der Balkontür getragen und dann einfach vom Balkon geschmissen. Das sah vielleicht erstmal ein bisschen rabiat aus, aber der Gedanke da war halt einfach praktischer und leichter für mich. Weil durch eine Tür vom Balkon werfen ist leichter als durch drei Türen und eine Treppe bringen. Also habe ich den Karton einfach rausgeworfen, bin dann runtergegangen, habe den Karton geschnappt und habe ihn dann zum Müll gebracht. Ist vielleicht ein klein wenig umständlicher vom Weg her, aber vom Tragen wesentlich angenehmer. Weil, wie gesagt, so einen fetten Karton durch drei Türen und eine Treppe, nee, keine Lust. Und ja. Jetzt läuft das halt zumindest, das Videoprogramm. Ja gut, das ist. Wenn es mir absolut nicht gefällt, dann gebe ich es zurück. Ah, jetzt habe ich mir voll in den Finger gestochen. Ah, ist zum Glück nicht. Nicht schlimm, Gott sei Dank. Ich habe kein Problem mit Blut. Absolut nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Es würde mich nur dann stören, wenn es auf den Stoff käme, aber das ist ja da zum Glück jetzt nicht der Fall. So. Und jetzt dann noch, das Prozent ist hier. Habe ich das nicht gerade gehabt? Ja, ich brauche das M. So. Mein altes Videoschnittprogramm ist, ja, ich habe mich halt wahnsinnig daran gewöhnt. Es ist an sich auch gut. Es ist nur immer wieder abgestürzt. Und es hat total genervt. Neu installieren. Ja, mag sein, dass das hilft. Aber wir sind im Jahr 2022. Man kann vielleicht erwarten, dass man Programme so programmiert, dass sie nicht permanent abstürzen und irgendwelchen Blödsinn machen. Vor allem aus dem Nichts. Es lief 2 Jahre und jetzt auf einmal fängt es an. Ich habe an meinem Rechner nichts geändert. Also ja, keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall nervt es extrem. Und das hier, was ich jetzt habe, das wollte ich sowieso mal probieren. Mal schauen.
Einfach mal schauen. Und abwarten. Vielleicht werde ich damit noch warm. Das hat auch alles eine Gewohnheitssache. Und auch so eine Einstellungssache vom Programm selbst. Vielleicht habe ich da eben die mir fehlenden Einstellungen einfach noch nicht gefunden. Aber das Programm bietet sie vielleicht. Also da muss ich halt eben noch mal gucken. So, ja. Und glaube ich, gehe ich erstmal zum Perlensticken über, weil das andere, ja, das möchte ich mir noch für andere Videos dann aufheben. Also, dieses Bild hier, na, das kennt ihr ja. Vielleicht. Und es macht schon Spaß, so ist es nicht. Ich war halt nur eine Zeit lang vom Perlensticken selbst so ein klein bisschen frustriert. Nicht von der Firma, nee, nur vom Hobby an sich. Ich weiß aber tatsächlich nicht genau warum. Entweder ist meine Brille dreckig oder es ist dunkel. Aber ich habe gestern ein bisschen runtergedreht vom Licht her, damit es euch nicht so überblendet. Das Weiß ist halt so übelst weiß, finde ich. Ja. So. Dann habe ich mir ja vor einiger Zeit dann diese Perlenbretter besorgt, weil die Standardbehälter, die bei Talkareva-Bildern dabei sind, die sind nicht schlecht, definitiv nicht. Nur es war einfach nicht meins. Ich konnte mich da auf Dauer nicht mit denen anfreunden. Und habe dann eben hier einmal diese zwei Blütenblätter und dann eben diese etwas größere runde Form da bekommen. Also was heißt bekommen? Die zwei Blüten habe ich jemanden abgekauft. Und das andere habe ich von Etsy. Und also das hier, das habe ich von Etsy. Von wem, ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Fragt mich nicht. Müsstet ihr selber gucken. Etsy, Perlenstickbretter, Perlenbretter, irgendwie sowas. Da gibt es ganz, ganz, ganz wunderbare Dinger. Wirklich. Also, da werdet ihr auch auf jeden Fall fündig. Wenn ihr sowas wollt. So. Bin ich jetzt? Jetzt gehe ich hier ran. Jetzt wird der hier. Zu. Au! Zurückstecke ich nicht so gern. Ach, schon wieder voll in den Finger. Diese dämlichen Nadeln, ne, dass die so spitz sind. Oh, das regt mich so auf. Jede andere Nadel ist stumpf, aber die sind halt einfach nur so brutalst spitz. Also es regt mich halt auf, einfach im Sinne, weil man sich so oft unabsichtlich in den Finger sticht. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Bildschärfe. Bildschärfe nicht vorhanden. Jetzt geht's wieder. Ja. Das nervt mich halt einfach auch so am Perlensticken, weil man sich dann eben gerne mal in den Finger sticht. Und eigentlich müsste ich mir meine Perlenbretter hier alle rechts von mir platzieren, dass wenn ich das filme, ihr nicht immer wieder meine Schulter seht. Wenn ich auf das ganz linke große Brett muss. Das ist natürlich ungünstig, auf alle Fälle. Es lässt sich aber für mich gerade nicht anders machen. Der Tisch gibt es halt nicht her. Und ja, weil ich halt nichts zum Sticken habe, also kein Stickständer, weil ich mein Diamond Painting gerade nicht aufbauen kann und weil ich auch nicht unbedingt hier sitzen wollte und einen Schlauchschal stricken, habe ich mir halt dann gedacht, ich hole mal wieder das raus, eben auch, weil da so viele Fragen kommen.
Und ja, also das gibt es noch, das ist nicht weg, das ist noch da. Nur, mache ich dann halt eben gern für mich allein. Ne? So, und ich wurde auch gefragt, ob ich mal wieder mal nach Zahlen machen möchte. Das ist für mich ein klares Nein. Es gäbe natürlich viele, viele Motive von Schippert, die mir sehr gefallen. Und ja, klar, ich könnte das filmen und holen und so weiter. Nur erstens mal, dann müsstet ihr mich unterstützen, dann müsstet ihr alle Videos permanent jeden Tag durchlaufen haben. 24 Stunden. Jeden Tag. Aber dann habe ich halt wieder ein neues Hobby. Es ist jetzt nicht so, okay, das kenne ich nicht, das will ich probieren, mäßig, sondern ich habe alles dafür da. Ich bräuchte eigentlich nur ein Shipper-Motiv. Wo ich, muss ich aber auch gestehen, 7 Stück, glaube ich, im Amazon-Einkaufskorb habe. Sind halt aber auch schön. Und ja, ich müsste halt eben. Ich müsste mich dann nur für eins entscheiden. Das, an sich wäre es so jetzt kein Problem. Nur ich sage insofern nein, weil ich nicht weiß, wann ich das dann halt noch zusätzlich machen soll. Ich habe Diamond Paintings angefangen, die ich fertig machen möchte. Ich habe Stickbilder angefangen, die ich voranbringen möchte. Ich habe Stricksachen angefangen. Ja, jetzt wurde ich gerade gestört und habe total den Faden verloren. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nochmal einfällt, wo ich war. Aber ich glaube, mit fertig machen neuen Sachen und mal nachzahlen. Ne? So, ja, also wie gesagt, Schipper hat wunderschöne Bilder, auch ein paar neue, die mir wirklich gut gefallen. Also ich folge Schipper ja schon regelmäßig mal, was diese neuen Bilder und so angeht. Guck immer wieder mal nach, was sie vielleicht Neues im Programm haben und und. Und da gibt es schon so drei, vier Bilder, die mir durchaus gefallen würden. Aber ich müsste halt eben auch mal meine anderen angefangenen Sachen fertig machen. Und das geht nicht, wenn ich was Neues anfange. Wie gesagt, ich möchte meine Stickbilder vorantreiben. Ich möchte meine Stricksachen vorantreiben. Jetzt habe ich was Neues angefangen. Das ist aber relativ klein, eben so ein Schlauchschal. Das ist nichts Wildes. Das ist, wenn man sich wirklich knallhart dran setzt, dann ein Wochenende fertig. Aber ich muss meinen Pullover noch weitermachen, der jetzt ja halt tatsächlich zu gebrauchen wäre. Also das Wetter spricht schon sehr für Herbst. Der meiner Meinung nach verdammt schnell jetzt kam. Also es war ja wochenlang nur heiß, ohne Regen. Es hat die letzte Woche zum ersten Mal hier wieder geregnet in der Umgebung. Seit 2 Monaten. Und auf einmal ist es kalt. Es geht halt recht schnell. Das weiß ich nicht. Dieser Wetterumschwung, den finde ich nicht ganz so nice, aber ich freue mich einfach nur gerade wirklich, dass es regnet. Also das wird wirklich Zeit. Ja. Bei meinem Pulli bin ich tatsächlich auch schon gut weitergekommen. Da habe ich ja vor, einen Blockstreifen-Pulli zu machen. Und habe einen Ärmel eigentlich zur Hälfte fertig. Was ich halt machen müsste, wäre das Ding mal anziehen, soweit und so gut es geht. Und dann ja den letzten Farbwechsel festlegen. Dann könnte ich den zweiten Ärmel machen. Und dann eigentlich nur noch glatt rechts runterstricken. Den Körper.
Weil die Farbwechsel, die habe ich ja schon festgelegt, soweit. Also muss ich da ja eigentlich nur dranlegen und vergleichen, ob es noch mit dem, ja, mit der Vorgabe passt. Wäre auch in ein paar Wochen fertig. Ich habe aber einfach jetzt schon seit anderthalb Wochen das Teil nicht mehr wirklich in die Hand genommen. Eben, ich meine, letzte Woche, das kann man vielleicht verstehen, warum ich dann nichts gemacht habe, wirklich. Aber auch so, als noch alles gut war, habe ich den Pulli nicht angezogen und mal probiert. Ich müsste mir eigentlich mit einer Art Edding anzeichnen, wo der Ärmel aufhört, wie er jetzt ist und wo ich den nächsten Farbwechsel haben möchte. Da muss ich nur noch den Ärmel da anlegen und gut. Aber ja, gibt halt immer wieder Dinge, die einen mehr interessieren und mehr fesseln als das, was man vielleicht gerade machen sollte. Und eigentlich müsste ich hier eben diese Rechnerleiche hier noch wegmachen. Also Komponenten, die an sich noch gut sind und die man noch benutzen kann. Ordentlich wegräumen, vielleicht auf eBay verkaufen, vielleicht braucht ihr auch jemanden in meinem Freundeskreis, muss ich mal fragen. Beschäftige mich aber gerade eher mit Sachen, die Spaß machen. Ach ja. Nun gut. Ich denke, das ist jetzt für ein erstes Update mal genügend Informationen. Ihr habt mal wieder das Perlenstickbild gesehen. Ihr habt Moment. Moment. Da bin ich falsch. Die zwei waren falsch. Also ja, da bin ich natürlich auch gut vorangekommen, finde ich, durchaus. Vielleicht eine Sache noch. Ich habe in der privaten WhatsApp-Gruppe ein Foto gesehen von jemandem auch der Perl stickt und das war eine einfarbige Fläche und da waren witzige Muster drin. So. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist. Ich fand es durchaus interessant, dass dann eben einfach diese Muster entstanden. Also ich gehe jetzt nicht von aus, dass sie die da absichtlich reingestickt hat. Macht man eigentlich ja nicht, dass man absichtlich Muster in sein Bild reinstickt. Und damit meine ich halt eben hier diese Abstände zwischen den Perlen, dass das irgendwelche komischen Muster gab. Das sah ein bisschen aus wie ein Labyrinth. Und das fand ich interessant, aber halt auch merkwürdig, weil ich habe das nicht. Mag aber sein, dass es das bei mir nicht so auffällt, weil erstens Konfetti. Ich habe keine großen einfarbigen Flächen, außer vielleicht hier. Und ich glaube, diese Perlen hier sind wesentlich gleichmäßiger. Und das ist genau, das sind diese zwei Punkte, die ich glaube. Die Perlen sind nicht so gleichmäßig, wie sie vielleicht sein müssten. Das ist aber jetzt nicht die Schuld von Tokarewa selbst, sondern eben von dem Lieferanten der Perlen. Kann halt mal passieren, dass da eine nicht ganz so gleichmäßige Lieferung ist. Das hat man beim Diamond Painting und man hat ja auch die Farbabweichung einerseits beim Diamond Painting, aber auch beim normalen Stickgarn, wie auch beim Wollgarn. Also das ist so ein Ding, obwohl es industriell hergestellt wird, kann es halt eben zu Problemen kommen. Es ist nur eine Vermutung. Es ist nicht gesagt, ja, die Perlen sind so. Es ist nur eine Vermutung, was ich halt von dem Foto gesehen habe und mir dann halt die möglichen Ursachen gedacht habe. Also entweder sind die Perlen nicht gleichmäßig genug oder die Fadenspannung ist
nicht so gleichmäßig, wie sie vielleicht sein sollte. Wo ich aber bei mir denke hier, da merkst du nichts. Da merkst du halt einfach nichts. Ich ziehe jetzt nicht extremst fest an. Wenn ich diese Perlen hier nochmal nachziehe, habe ich hier sicher einen ordentlichen Faden noch über. Einfach weil, ja gut, ich glaube, ich stick eher locker. Das mag sein. Okay, das ist jetzt ein bisschen nur von dem hier gewesen. Also im Endeffekt war so viel Faden hier, den ich jetzt hier noch rausgeholt habe. Also ich stick eher locker. Mag sein, dass durch dieses etwas mehr Spiel der Perlen diese Zwischenräume dann nicht so auffallen. Ich sticke mit einem Faden, sie aber auch. Also das hat man schon mal ausgeschlossen. Meine zweite Vermutung neben den vielleicht unterschiedlich großen Perlen ist auch diese einfarbige Fläche. Ich glaube, bei sowas fällt das eher auf, wenn da Ungleichmäßigkeiten sind. Ich habe beim Tiger ja auch noch auf der rechten Seite ziemlich große einfarbige Flächen. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das dann wird. Aber wie gesagt, also ich finde, ich stick da eher locker. Aber halt nicht zu locker. Ich sehe halt einfach zu, dass wenn ich da anziehe, kann ich genau, wie ich das mache. Ja, halt so. Und dann weiß ich nicht, tüdel ich nochmal so ein bisschen mit dem Finger drüber und dann gehe ich an die nächste Perle. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber es scheint insofern halt zu passen, weil ich das halt nicht habe. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es die Schuld von ihr ist. Ich glaube, das ist halt eben ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Nur wenn ich merke, ich hätte ein Muster, dann würde ich, glaube ich, einmal die Fäden nachziehen, wie gerade eben, also wo ich dann eben hier den Stoff so nehme, weil dann kann man hier oben schön an die Fäden rein und dann mit der Nadel einen Faden nach dem anderen nochmal nachziehen. Und falls ich dann eben merke, das ist zum Beispiel hier, wo schon gestickt wurde, und ich mache das, dann ziehe ich diese Schlaufe hier nach hinten. Und wenn ich an einer Rückreihe bin zu den bereits gestickten, dann würde ich mir die Schlaufe dann eben von unten holen, einfädeln und weiter sticken, sodass diese Schlaufe dann hier über den Faden so fixiert wird, falls ihr versteht. Ich glaube, so würde ich das dann machen, falls eben zu locker ist, aber das vermute ich nicht. Ich kann es mir nicht ganz erklären, muss ich sagen. Das sind einfach nur Dinge, die ich probieren würde, um vielleicht irgendwie auf diese Ursache zu kommen. Vielleicht ist es auch einfach zu fest gestickt. Ist natürlich auch möglich, dass die Perlen an sich in Ordnung sind, aber einfach die Fadenspannung zu hoch. Kann passieren. Man ist ja, glaube ich, schon auch recht versucht, da ordentlich anzuziehen, dass die Perlen auf jeden Fall da sitzen, wo sie sollen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Ja, flieg weg. Ich brauche dich eh nicht. Du Pink. Ja, das zu so ein paar Tipps. Also, ich weiß nicht, wie ihr stickt, ob ihr recht fest macht oder ihr nicht. Also ich finde, ich mache hier nicht wirklich fest. Und wenn, ich habe halt auch keinen richtigen Vergleich. Ich weiß nicht, wie andere sticken. Ich mache das halt so ein bisschen gefühlsmäßig, dass ich da halt eben
Perle schiebt sich ran und das war's. Mehr ziehe ich nicht. Ich möchte den Stoff nicht verziehen. Ich möchte den Faden hier nicht verziehen. Deswegen. Ja. Nun gut. Ich danke euch auf jeden Fall mal recht herzlich fürs Zugucken. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sehe zu, dass ich die, ja, diese anderen Dinge dann so nach und nach wieder auch ans Laufen bekomme. Damit ich zumindest auch mal Stick-Updates wieder bringen kann. Weil momentan kann ich euch nichts zeigen von dem, was gemacht wurde, weil ich einfach 3 Wochen nicht wirklich dazu kam. Ja, ist natürlich doof. Aber gehört auch mal dazu, glaube ich. Ansonsten, ja. Wir werden uns sicher die nächsten Tage mal wieder sehen, wenn ich mein Programm soweit ausgetüdelt habe und weiß, was ich machen muss. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.